Hallo und herzlich willkommen bei Alps BT und herzlich willkommen zu einer Neuauflage der Builders Guide Serie. Wir möchten euch den Einstieg in das Bauen bei unserem Server so einfach wie möglich machen und einige Anfängerfehler ausräumen. Die Videos dieser Serie sind 3-4 Minuten lang und vermitteln euch Wissen über unterschiedliche Teilaspekte des Bauens. In diesem Video zeigen wir euch, wie man Gebäude-Outlines erstellt, Gebäudehöhen misst und wie man sich bei unserem Server fortbewegt. Los geht's! Wie ihr vielleicht bereits gemerkt habt, sind auf unserem Open-World-Server Ziegelsteinmarkierungen am Boden zu finden. Diese werden automatisch mit Hilfe von OpenStreetMap erstellt und sind leider beinahe immer falsch. Vertraut diesen vorgegebenen Outlines bitte nicht, sondern erstellt eure eigenen. Für Gebäude-Outlines benötigt ihr Google Maps oder ein regionales GIS. Sucht nach dem Ort, an dem ihr bauen möchtet. Aktiviert die Satelliten- sowie 3D-Kartenansicht. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Um genau herauszufinden, wo sich Gebäudeecken oder zum Beispiel Dachdetails befinden, nutzen wir TPLL. Rechtsklick auf die Gebäudeecke, danach Linksklick auf die Koordinaten, um diese zu kopieren. Wechselt jetzt zu Minecraft und schreibt /TPLL. Danach fügt ihr die soeben kopierten Koordinaten mit STRG-V ein. Bei Mac-Usern ist es Command-V. Ihr wurdet soeben zu der richtigen Stelle teleportiert. Teleportiert euch jetzt nach und nach zu den anderen Gebäudeecken und setzt Markierungen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Ecken ganz einfach mit dem Befehl /line und danach die Block-ID verbinden. Ihr habt nun eure eigenen, richtigen Gebäude-Outlines erstellt, auf denen ihr bauen könnt. Für Gebäudehöhen benötigt ihr Google Earth Pro. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Zoomt zuerst nah genug an das Gebäude heran. Zeigt mit dem Mauszeiger auf den Ort, bei welchem ihr die Höhe bestimmen wollt. Das funktioniert nicht nur auf Dächern, sondern auch in Fassaden und ist daher sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel Fensterhöhen herausfinden möchte. Während ihr mit dem Mauszeiger auf die Stelle zeigt, könnt ihr rechts unten die Höhe ablesen. Wechselt nun zu Minecraft zurück und drückt zweimal K. Jetzt könnt ihr ablesen, auf welcher Höhe die Blöcke in Minecraft sind. Wenn ihr die K-Taste ein weiteres Mal drückt, verschwindet die Ansicht wieder. Bei unserem Server gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Wir haben Warps, das sind Teleportationspunkte, zu welchen man mit /warp und danach der Warpname kommt. Eine übersichtliche Liste zu den Warpnamen findet ihr auf unserem Discord-Server unter #serverinfo. Wenn ihr nicht nachschauen möchtet, könnt ihr gerne /map eingeben und gelangt zugleich zu einer Übersichtskarte mit den wichtigsten Warps. Möchtet ihr zu Spielerinnen am Server gelangen, müsst ihr einfach nur /tpp und danach den Spielernamen eingeben. Das war's auch schon wieder von uns. Im nächsten Builder-Guide-Video zeigen wir euch, wie man Dächer einfach und unkompliziert baut. Wenn ihr noch Fragen oder Tutorial-Wünsche für künftige Builder-Guide-Videos habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis bald und ciao!